Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir mal das gefährlichste Trampolin der Welt machen. Ein paar Leute haben mir das auf YouTube gezeigt, mit meinem Bruder, der hat es mir auch gezeigt. Genau, Leute. Und wir wollten euch am Anfang noch was zeigen. Was wollen wir zeigen? Ah, ey, die Gössel. Stimmt. Leute, wir zeigen euch jetzt zwei richtig niedliche Gössel. Und zwar haben wir uns die einfach mal geholt. Ah, schaut euch an, die sind so süß. Ihr habt es gesehen, die sind richtig niedlich. Und wie Chrissy schon gesagt hat, wir wollen heute das gefährlichste Trampolin bauen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, im Internet war das ein Trend, sich einfach ein kleines Netz zu nehmen und das als ein Trampolin zu benutzen von einem großen Rahmen. Und das wollen wir heute mal machen. Und auf jeden Fall nicht nachmachen, ne? Weil sind wir Profis? Ja. Ja, okay. Also ihr könnt euch da echt verletzen. Macht es nicht nach, wir sind Profis. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. So Leute, ihr seht, wir haben jetzt hier Professor Chris. Und der wird euch das erstmal ausführlich und sehr professionell erklären, wie wir das hier alles aufbauen. Also Chris. Also, ich würde sagen, wir nehmen dieses Netz, das wird nachher hier in die Mitte kommen, darauf werden wir springen und wir werden dieses Netz hier testen. Mit, genau, und keinen anderen. Mit diesen Federn werden wir das Trampolin befestigen. Genau, wie schön die angemalt sind, Leute. Und ihr könnt auf jeden Fall mal kommentieren, ob ihr meint, ob das klappt, so, ob man denn wirklich darauf springen kann. Also, falls man kommentieren kann, also Leute, ihr wisst das, geht uns richtig auf und sagt, dass die Kommentare immer noch ausgeschaltet sind. Ich hoffe, YouTube tut da mal was, dass ihr endlich mal wieder kommentieren könnt. Also, wir wollen echt, es freut uns auch immer, wenn wir eure Kommentare lesen können. Und falls nicht, machen wir euch wieder den Community-Tab fertig. Aber, wie gesagt, es würde uns echt freuen, wenn das mal wieder klappt, ne? Egal, wir lassen uns auch jetzt nicht runterziehen. Wir ziehen das jetzt auf jeden Fall mal durch. Und ich würde sagen, let's go! What the fuck? Das geht an. Oh. Oh. Gleichgewicht ist wichtig hier. Und Chrissy, wie ist? Oh, ist das cool. Ist cool, ne? Leute, ich würde sagen, wir holen uns erstmal eine Matte. Ja. Und die Matte werden wir genau da, wo Chrissy jetzt ist, hinlegen. Und dann werden wir mal probieren, von dort hier rauf zu springen. Auf jeden Fall. Let's go! Moin Leute, heute schon wieder ein neuer Tag. Wir haben gestern einfach aufgehört zu filmen, weil es schon übelst dunkel geworden ist. Aber ihr seht, wir hatten Glück und heute ist richtig der nice Tag. Richtig schöne Sonne. Und schaut euch mal an, was wir mit unserem Trampolin gemacht haben. Wir haben nämlich ein kleines Update gemacht. Chrissy? Wir haben viele neue kleine und große Federn dran, die wir einmal von diesem Trampolin genommen haben. Genau. Wo der Kameramann gerade drauf steht. Ja, schaut mal hier. Solche Federn haben wir alle weggenommen. Und ich würde sagen, du demonstrierst uns einfach mal, wie viel Power wir jetzt damit haben. Weil wir haben übelst viel Power jetzt dadurch. Gerne. Yes! Nice! So, Leute! Yo! Warte mal! Leute, das hat einfach mal eine richtig krasse Sprungkraft. Also, man fliegt da einfach so hoch und man hat so eine enorme Sprungkraft. Und ich würde sagen, was sagst du dazu? Ich würde sagen, wir haben jetzt uns die Matte rausgeholt. Wisst ihr, was wir damit machen? Wir eskalieren komplett und legen diese Matte auf das Trampolin rauf. Nicht wahr? Doch. Und dann, oh mein Gott! Und da werden wir den Saltus drauf machen, das mal ausprobieren. Ich würde sagen, ich schmeiße dich jetzt auf die Matte. Oh mein Gott, Junge, okay. Ich würde sagen, ich probiere mal den Rückwärtssaltus. Auf jeden Fall nicht nachmachen. Okay, 3, 2, Wow! Ich noch. Okay, ist irgendwie ein bisschen gefährlich. Eins, komm. Wow! Ach, Junge, war das klappt. Ich ruhe jetzt mal ein Backflip hier drauf. Ihr seht, ich habe hier nochmal die Matte zur Sicherheit. Und wenn es gut klappt, werde ich die auch immer komplett wegnehmen. Ey, das ist zu gefährlich, ne? Aber. Chrissy, no? Chris? No? Okay. 3, 2, 1. What the fuck? Nice! Leute, die Matte ist jetzt weg. Und ich werde jetzt mal probieren, hier einen Backflip drauf zu machen.
Oh mein Gott, aber ich muss echt aufpassen, dass ich wirklich schön mittig aufkomme. Einfach durchziehen. Gefährlich, aber nicht da. Okay. Oh. 3, 2, 1. Yes! Yeah. Nice! Oho! Krass! Gleich nochmal. Und 3, 2, 1 und. Wow! Leute, ihr habt es gesehen. Übelst nice, dass ich mich jetzt einfach im Rückwärtsleib drauf getraut habe. Also das ist echt richtig gefährlich. Man muss ja so punktuell probieren, wieder zu landen. Und uns ist jetzt nochmal eine nice Idee eingefallen. Ja? Nämlich, wenn wir 5000 Likes schaffen, machen wir auf diesem kleinen Trampolin eine Wasserbombe rauf. Genau, eine riesen Wasserbombe. Bei 5000 Likes, Leute, also gebt den Daumen genau jetzt einfach mal, gebt dem Video einfach mal einen Daumen nach oben, genau jetzt an dieser Stelle. Und bei 5000 Likes machen wir da eine riesen Wasserbombe drauf und machen richtig krasse Sachen damit, Leute. Und ich würde sagen, jetzt am Ende gibt es einfach mal noch ein paar richtig nice Tricks mit dem Trampolin. Wir stellen uns da noch die Leiter hin und let's go. Okay. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Jetzt springen wir von dieser kleinen, aber feinen Leiter auf das Trampolin und machen wir ein paar coole Tricks. Jo. Yeah. Nice. Okay, Leute. Ja. Nice. Boah, war der knapp. Oh, aber durchgezogen. Um euch jetzt mal zu zeigen, wie viel Power man wirklich mit dem Trampolin hat, haben wir das jetzt einfach mal ein bisschen weggeschoben und ich werde probieren, von dem Trampolin einfach mal auf das zu springen. Okay. Das Trampolin für mich ein bisschen näher rangemacht und jetzt werde ich es auch mal probieren. Genau. Nein! Leute, das war's auf jeden Fall schon wieder mit diesem Video. Wie fandest du das Trampolin? Also es war auf jeden Fall ultra krass. Man hat so eine starke Sprungkraft gehabt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass man so hoch kommt. Genau, also das auch. Und ich habe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Genau, bei 5000 Likes, wie gesagt, werden wir ein richtig krasses Experiment starten. Mit einer Riesenwasserbombe auf dem Trampolin und von oben runterwerfen. Und noch ein paar nice Dinge machen, also 5000 Likes, Leute, und da gibt es ein richtig krasses Experiment. Ja, hast und du noch eine Sache? Abonniert, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Genau, achso, und bitte nicht nachmachen, Freunde, weil das ist echt richtig gefährlich. Aber es macht echt Spaß, muss man schon sagen. Und ja, dann würde ich schon wieder sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.